In Part 33 von Let's Play Memento Mori 2 Wächter der Unsterblichkeit haben wir es hier zu tun mit Kira und mit Floyd, dieser Obdachlose hier. Zumindest hat er diesen Namen im letzten Part erwähnt. Und wir gucken uns Floyd mal an. Ja, wir haben gehört, er ist verwundet. Und wir hatten ihn ja zuerst für Burke gehalten, aber das ist er nicht. Und wir müssen immer noch Burke retten, nehmen wir mal an. Okay, also hier gibt es viele Sachen. Gucken wir mal dieses Foto an. Das Bild eines Mädchens. Ich vermute mal, dass das seine Tochter ist. Könnte sein. Okay, Bett. Der Obdachlose schläft auf den Überresten eines alten Eisenrahmens, der früher mal ein Bett gewesen ist. Nicht gerade bequem, aber immer noch besser als auf dem Boden. Aber nicht viel, oder? Flasche. Ein dubioses Etikett und der unverkennbare Geruch billigen, aber starken Alkohols. Die Flasche ist noch nicht leer, aber er hat jetzt andere Sorgen. Ja, und diese Sorgen hier sind... Ist diese Wunde, kann ich die eigentlich nehmen? Die Flasche nehme ich. Angesichts des minderwertigen Inhalts sollte er mir eigentlich dankbar dafür sein. Okay. Ja. Obdachloser? Einer aus der großen, namenlosen Masse vergessener Menschen, die es in jeder Großstadt gibt. Dummerweise war er zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja. Angucken. Die Wunde sieht böse aus. Aber wenn es ein glatter Durchschuss ist, muss ich mir wegen der Kugel keine Sorgen machen. Stimmt. Ah, das ist ein Durchschuss oder ein Schuss. Billiger 80%iger Wodka? Den möchte ich gar nicht erst probieren. Okay. Alles klar. 80%, Leute. Ja. Ich rede mal mit Floyd. Sir, hören Sie mich? Lassen Sie mich in Ruhe. Okay. Ja, ich spreche ihn mal an. Ich muss Ihnen einige Fragen stellen. Dem alten Floyd geht's gut. All diese Farben. Aber diese Hitze und... Ich friere. Sie halluzinieren und brauchen Hilfe. Diese Farben. Schade, dass Floyd so müde ist. Er muss schlafen. Nach dem Foto fragen. Dieses Foto. Wer ist das? Ich sehe nur Farben. Überall nur Farben. Für Floyd ist die Welt voller Farben. Konzentrieren Sie sich und sehen Sie sich das Bild an. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich will schlafen. Ich muss kurz weg. Aber Sie müssen wach bleiben. Haben Sie verstanden? Ja, wir müssen irgendwas mit dieser Wunde machen. Die Wunde ist zu tief. Ich kann die Blutung nicht allein mit den Fingern stoppen. Flasche, damit könnte man es desinfizieren. Gummihandschuhe? Das bringt doch nichts. Hätte ja sein können, dass es was bringt, Lara. Der Donut bringt nichts. Kann ich den Wodka? Der starke Alkohol kann die Wunde säubern, aber das bringt nichts, solange sie noch blutet. Ah, okay. Das bringt doch nichts. Hätte ich jetzt auch nicht wirklich gedacht. Dann werde ich mal mit Kira sprechen. UV-Lampe, das müsste doch leuchten wie ein Weihnachtsbaum. Eine blutende Wunde kann man unter UV-Licht noch deutlicher sehen. Dachte ich es mir doch. Ja, Kamera, Funkgerät. Okay, ja, dann rede ich mal mit Kira. Es sei denn, meine Hotspot ans... Oberschenkel? Wunde... Oberschenkel. Der Obdachlose hat sich das Hosenbein zerrissen, um an die Wunde zu gelangen. Aber er konnte nichts dagegen machen. Wenn ich auf den Oberschenkel drücke, dann kann ich die Blutung verringern oder stoppen. Aber das wird mir nicht mit bloßen Händen gelingen. Ich rede mit Kira. Was ist das? Bett hat man schon. Okay, Kira. Kira. Anschauen. Kira scheint das viele Blut nichts auszumachen. Hör mir zu, Kira. Sie hat einen sehr seltsamen Blick. Schaut mal. Kira. Du hast dich sehr verändert. Es ist mehr als nur die Frisur.
viel mehr. So ist das nun mal. Jeder erlebt irgendwann mal was, das ihn verändert. Moment mal. Redest du von Kapstadt? Von Max? Weißt du etwa Bescheid? Bescheid? Über was? Ach, nichts. Wir reden später darüber. Mhm. Burkes Wagen. Ich habe in Burkes Wagen Blut gefunden. Der Kontaktmann, den er treffen wollte, schien ihn umbringen zu wollen. Allerdings ergibt einiges noch keinen Sinn. Als Burke von der Pressekonferenz herkam, meinte er, er müsse das allein durchziehen. Sein Kontaktmann hätte darauf bestanden. Es war ja auch eine Falle. Und Burke hat es ihm sogar noch einfacher gemacht, da er auf die Titelseite wollte und zugestimmt hat. Von einem erfahrenen Polizisten hätte man mehr gesunden Menschenverstand erwartet. Allerdings, Behandlung des Angeschossenen. Wir müssen ihn behandeln. Er kämpft um sein Leben. Burke etwa nicht? Dieser Obdachlose wird sterben, da bin ich mir ganz sicher. Seit wann bist du so kaltherzig? Seitdem du begonnen hast, Mutter Teresa zu spielen. Oh, da haben sich aber zwei beste Freundinnen auseinandergelebt. Wenn du keinen besseren Vorschlag hast, lass uns weitermachen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Die Kira wird jetzt aber auf einmal ganz anders dargestellt. Okay, ich kann hier wieder zurück. Im Polizeiwagen ist doch bestimmt ein Verbandskasten, oder? Okay. Nochmal Fenster. Ich konnte ja da reingucken in den Verbandskasten. Ah, und hinten. War da nicht auch ein Verbandskasten? Ich weiß es nicht. Donut-Handschuhfach. Das Handschuhfach. Darin ist vermutlich, wie bei vielen amerikanischen Wagen, der Verbandskasten. Ah. Soga würde es nicht mögen, wenn ich mit ihren Sachen herumhantiere. Okay. Soga? Verbandskasten? Officer? Ja, Mrs. Durant? Verwundeter Obdachloser. In der Gasse liegt ein angeschossener, halluzinierender Obdachloser. Ich möchte ihn verarzten. Haben Sie einen Verbandskasten im Wagen? Ja, der ist im Wagen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie noch was brauchen. Alles klar. Jetzt dürfen wir, oder? Ah. First Aid Kit. Okay, Handbuch. Die Anleitung für den Verbandskasten sieht verständlich aus. Mhm. Ich habe natürlich einen Kurs gemacht, aber nachsehen kann ja nicht schaden. Kann nicht schaden. Eine Blutung behandeln. Zuerst müssen Sie das Blut stoppen. Das tun Sie, indem Sie einen Druckverband direkt über der Wunde anlegen. Dafür können Sie beispielsweise ein dickes Stück Stoff verwenden. Um den entsprechenden Druck auszuüben, können Sie auch einen Stab oder einen Stock durch den Knoten ziehen und dann drehen, bis der Verband fest genug sitzt. Mhm. Wenn die Wunde nicht mehr blutet, reinigen Sie diese mit einem desinfizierenden Mittel wie starkem Alkohol. Verbinden Sie die gesäuberte Wunde mit einem sterilen Verband, damit es zu keiner Infektion kommt. Verstanden? Was können wir denn? Bandage? Ein steriler Druckverband, um die Blutung zu stoppen. Genau das, was ich jetzt brauche. Okay, mehr gibt's ja auch nicht. Dann würde ich sagen, Mrs. Durant, gehen wir wieder zu Floyd. Kann ich mit dir auch was reden? Edwards würde vermutlich lieber nach... Kann ich mit Burke auch, mit Edwards auch ich mal Ich habe ihm im Moment nichts zu sagen. Hätte ja sein können, dass er auch eine Meinung zu dem ganzen Thema hat. Ja, Kira, du bist da sehr verändert. Puh. Okay. Dann nehmen wir die Bandage für den Druckverband. Es ist eine gute Idee, das Bein über der Wunde abzubinden, aber ich habe nur eine Bandage, die ich für die Wunde brauche. Wo bekomme ich nur sauberen Stoff her? Okay, jetzt wird's allerdings... Verbinden kann ich's nicht direkt. Na, geht ja nicht. Ich kann's ja auch nicht mit Alkohol reinigen. Ja, da war irgendwas gestanden von wegen... Und das haben wir bestimmt jetzt auch im Tagebuch. Dokumente. Verbandskastenanleitung. Eine Druckverband... Dafür können Sie beispielsweise ein dickes Stück Stoff verwenden. Das hatte ich richtig in Erinnerung. Aber woher bekomme ich Stoff? Kann ich den Oberschenkel, die Hose nicht benutzen? Wenn ich auf den Oberschenkel drücke, dann kann ich die Blutung verringern oder stoppen. Aber das wird mir nicht mit bloßen Händen gelingen.
Wohl nicht. Kira, ich versuch's nochmal mit dir. Wenig Hoffnung. Hör mir zu, Kira. Nee. Dieser irre Blick, irgendwas stimmt mit dir nicht. Wenn du keinen besseren Vorschlag hast, lass uns weitermachen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja. Also, Hotspot-Anzeige, hier ist nichts Stoffiges. Fahrradladen. Baseballschläger war doch hier. Den könnte man doch vielleicht nehmen als Stock für den Druckverband. Es ist zwar nicht ausgeschlossen, aber ich bezweifle, dass der Baseballschläger beim Angriff auf Burke benutzt wurde. Ja, nee, das wissen wir ja schon. Das ist wohl nicht passiert. Gut, das ist es wohl nicht. Kann ich nochmal mit dir reden, Edwards? Hast du etwas zu sagen zum Thema Stoff? Ich habe ihm im Moment nichts zu sagen. Nichts zu sagen. Hier war nur Plastik. Das hilft uns, glaube ich, auch nicht weiter. Sogar Müllcontainer, Klimaanlage. Alter Mann. Easy Washing. Vielleicht hat der irgendwas. Haben Sie sie gesehen? Ich nenne sie Kekau, die Treue. Sie kommt jeden Tag hier. Sobald man was für sie hat, kommt sie angeflattert. Toll, was? Ich habe schon bessere Tricks gesehen. Ich sagte doch, dass sie immer wieder kommt. Großartig. Das ist wirklich zauberhaft. Mhm. Trainierte Taube. Haben Sie lange mit dieser Taube geübt? Nein, sie ist wirklich sehr klug. Wenn ich noch was für Sie hätte, könnte ich es Ihnen beweisen. Mhm, Kleidungsstück. Arbeiten Sie hier? Ich brauche ein sauberes Stück Stoff, um einen Verwundeten zu behandeln. Aber die gehören den Kunden. Vielleicht zu Hause. Für ein paar Dollar bringe ich was mit. Gut, wenn Sie zurück sind, werden wir uns schon einig. Passen Sie so lange auf meinen Laden auf? Ah, okay. Hey, Sie können da nicht rein. Kommen Sie zurück. Wir ermitteln wegen der Schießerei. Das ist zu gefährlich für Sie. Verdammt, Cäsar. Wie oft muss ich Ihnen noch sagen, dass Sie das nicht machen sollen? Wollen Sie mich umbringen? Sie können mir ja viel erzählen. Mhm. Nochmal? Ich würde Sie gern etwas fragen. Natürlich. Sie gehören doch zu den Cops, oder? Ich helfe Ihnen gern. Okay, das mit dem Kleidungsstück hat jetzt irgendwie nicht funktioniert. Erinnern Sie sich noch, dass ich nach einem Lappen gefragt habe? Ich hole einen. Passen Sie auf meinen Laden auf? Hey, habe ich mich nicht klar ausgedrückt? Da darf niemand rein. Cäsar, um Gottes Willen. War das wirklich nötig? Können Sie nicht einfach rufen? Okay. Da oben ist die Taube. Die Taube sitzt auf einem Balkon neben einem Blumentopf. Und es sieht fast so aus, als würde sie die Ereignisse hier unten beobachten. Was soll ich tun? Etwas nach ihr werfen? Nee, sie runterlocken. Ich weiß zwar nicht, warum. Donuts! Das ergibt keinen Sinn. Hm. Und du? Vielleicht mag die Taube ja auch diesen Donut. Ah. Gut, mag sie lieber. Ich weiß nicht, ob man sie mit Süßigkeiten anlocken kann. Wir werden sehen. Kommen Sie her und passen Sie auf. Sehen Sie, ich hab's doch gesagt. Eine dressierte Taube. Dieses Tier soll intelligent sein. Ich wäre fast von dem Blumentopf getroffen worden. Das ist Ihr Sinn für Humor. Gut, nicht wahr? Eine humorvolle Taube, die aber jetzt wegfliegt, oder? Oh, Splitter. Teile des Blumentopfes, der Opfer der trainierten Taube geworden ist. Splitter? In diesem Zustand ist der Blumentopf sowieso nicht mehr zu gebrauchen. Ich stecke eine Scherbe ein. Mhm. Oh, hübsche Verzierung. Eine scharfe Scherbe von einem zerbrochenen Blumentopf. Muss ich da irgendwie ein Stück Stoff zerschneiden oder so? Ja gut, der gute Mann kann uns da nicht helfen. Kann ich denn mit Edwards sprechen?
dass der irgendwie eine Chance hat, da durchzukommen. Ich habe ihm im Moment nichts zu sagen. Oder mit Soga, der ja hier so der Ober-Torwächter ist. Officer? Ja, Mrs. Durant? Den Mann durchlassen. Dürfte mir dieser Mann einen sauberen Lappen holen, damit ich den Angeschossenen behandeln kann? Er kann da jetzt nicht rein. Wer bekommt Ärger, wenn ihm etwas zustößt? Sie etwa? Großer Gott, da stirbt ein Mann und ich will das verhindern. Wo bekomme ich einen sauberen Lappen her? Geben Sie mir Ihr Hemd? Aber ich kann doch nicht... Lassen Sie ihn einfach reingehen. Ich garantiere Ihnen, dass ihm nichts geschieht. Na gut, aber er muss sich vorsehen. Ach, auf einmal geht es doch? Okay. Dann, alter Mann, versuchen wir es nochmal. Mit Soga kann man ja reden. Ich würde Sie gern etwas fragen. Natürlich. Sie gehören doch zu den Cops, oder? Ich helfe Ihnen gern. Okay, Kleidungsstück. Würden Sie mir diesen Lappen bringen? Ich bezahle auch dafür. Kommt sofort. Sehr schön. Hier, $10. Was ist das? Ein T-Shirt. Ihre Größe, $8. Gut, hier ist das Geld. Danke. Missy hat eine Nase für Geschäfte. Sie würden das auch für weniger verkaufen, was? Aber klar. Okay, T-Shirt. Ein frisch gewaschenes Damen-T-Shirt. Vermutlich keine Markenware. Aber deine Größe, Lara. Okay, zurück zu Floyd. Floyd? Wieso gehst du jetzt so langsam, Lara? Jetzt reagiert sie auf den Doppelklick. Kann 15 Mal doppelklicken, irgendwann reagiert sie. Schade, wie schade. So, obdachloser Floyd. Okay, T-Shirt, Druckverband. Das funktioniert nicht. Das T-Shirt ist dafür viel zu kurz. Ah, okay, ich glaube, jetzt kommt unsere... Wenn ich die scharfe Scherbe zu Hilfe nehme, kann ich leicht ein Stück Stoff herausreißen. Jawohl. Stopffetzen. Ich habe diesen Fetzen aus dem T-Shirt herausgeschnitten. Sehr heldenhaft, Lara. Du wirst eine hervorragende Sanitäterin abgeben. Das war's. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich muss mich noch um die Wunde kümmern. Jawohl. Alkohol. Der starke Alkohol kann die Wunde säubern. Aber das bringt nichts, solange sie noch blutet. Okay. Das bekomme ich nicht mit bloßen Händen hin. Nicht mit bloßen Händen. Puh. Bandage. Das einzige längliche, was ich habe, ist der Kugelschreiber. Oh, das geht sogar. Zum Glück ist der Stift ganz geblieben und die Wunde blutet nicht mehr. Jetzt aber. Es ist sehr wichtig, die Wunde zu säubern. Wenn er den Blutverlust überlebt, soll er ja nicht an Blutvergiftung sterben. Gut, dass wir hier so starken Alkohol haben. Gut, dass er so starken Alkohol hat, Bandage. Jetzt muss ich die Wunde verbinden. Mehr kann ich nicht tun. Hoffentlich lindert das seinen Schmerz und es geht ihm etwas besser. Quasi harte Bandagen. Wunde angucken. Das habe ich doch recht gut hinbekommen. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt auch, Lara. Okay. Das ist keine dauerhafte Lösung, aber vorerst funktioniert's. Ja, vielleicht bist du ja jetzt... Naja, wahrscheinlich braucht er noch irgendwas, um seine Vitalfunktionen zu kräftigen. Sir, hören Sie mich? Lassen Sie mich in Ruhe. Nochmal ansprechen? Ich habe die Blutung gestoppt. Wie geht es Ihnen? Können Sie mich sehen? Was haben Sie mit den Farben gemacht? Sie waren wie der Regenbogen. Gut, Sie können wieder klar denken. Reden Sie mit mir. Sie sind schwer verletzt und müssen wach bleiben, hören Sie? Warum lassen Sie mich nicht in Ruhe? Was interessiert es Sie, was aus mir wird? Lassen Sie mich schlafen. Nach dem Foto fragen. Ich habe ein Foto gefunden. Wer ist das Mädchen? Caitlin. Meine kleine Katie. Ist das Ihre Tochter? Bleiben Sie wach! Ist das Ihre Tochter? Wo ist sie? Ist ihr was passiert? Sie ist weit weg, bei meiner Frau. Ich würde sie gern noch mal sehen.
Geben Sie sich Mühe und bleiben Sie wach. Ansonsten werden Sie sie bestimmt nicht noch einmal sehen. Gut. Für Katie. Denken Sie an sie und bleiben Sie wach. Der Krankenwagen müsste gleich da sein. Ich wollte nur mal gucken. Woher sollte ich wissen, dass das Schwein gleich schießt? Er ruft ihm zu, lauf! Und dann dreht er durch und schießt. Sie haben alles gesehen? Wo war das? Gleich um die Ecke. Ich habe mich hinter dem Zaun versteckt. Und es gehört. Aber er hat mich erwischt. Ich habe was gehört und... Mann, tut das weh. Wo bleibt der verdammte Krankenwagen? Edward, ist der Krankenwagen schon da? Lara? Verdammt, warum dauert das so lange? Lara, man wird ihn schon abholen. Wir haben es eilig. Hast du gehört, was er gesagt hat? Es geschah hinter dem Zaun um die Ecke. Wir müssen uns da umsehen. Aber es geht ihm nicht gut. Du hast einem Menschen das Leben gerettet. Aber jetzt ist ein anderer in Gefahr. Wir müssen los, und zwar sofort. Dann lassen wir ihn einfach hier zurück? Du kannst nichts mehr für ihn tun. Er wird schon durchkommen. Bestimmt. Jetzt komm!